Lukas, ein, zwei Niederlagen in Rot-Weiß Erfurt, wie lautet dein Fazit heute zum Spiel? Ja, einfach zu billig verloren. Wir gehen früh in Führung, denken, wir haben das Spiel auf unserer Seite, kriegen dann durch zwei Standard, waren das glaube ich, die Gegentore, haben das ein bisschen zu leicht genommen und verlieren halt das Spiel, weil wir dann auch hinten raus einfach keine Räume gefunden haben, keine Lösung gefunden haben, um auch selber mal Chancen zu kreieren. Hast du eine Erklärung, warum die frühe Führung eigentlich gar nicht so die Stabilität angegeben hat? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir uns dann zu sicher gefühlt. Keine Ahnung, das kann ich jetzt noch nicht erklären. Was hat der neue Trainer euch unter der Woche mit auf den Weg gegeben für das Spiel? Ja, die Woche war halt kompakt. Ne? Wir haben viele Inhalte bearbeitet. Haben einen offensiven Plan und einen defensiven Plan gehabt und den haben wir heute probiert umzusetzen. Ist klar, dass noch nicht alles perfekt ist, dass wir noch dran arbeiten müssen. Und dann werden wir auch die Ergebnisse holen. Du persönlich hast heute wieder 90 Minuten gespielt. Wie viel ist noch im Tank? Wie kaputt ist das? Ja, ich bin schon sehr kaputt. Also ich glaube, da bringt Training nichts. Du musst halt einfach spielen, um halt auch an diese Abläufe zu kommen. Auch mal über 90 Minuten zu spielen. Und ja, bin froh, dass ich überstanden habe trotzdem. Ja. Danke. Mike, wir haben uns heute sicherlich viel vorgenommen. Warum gab es die nächste Heimniederlage? Ja, was soll man sagen? Wir gehen 1-0 in Führung. Eigentlich perfekt für unser Spiel. Kriegen dann zwei Gegentore nicht mal aus dem Spiel heraus, sondern nach Standard. Und haben dann, glaube ich, ab da 80% Ballbesitz. Haben unsere Möglichkeiten gehabt, haben es nicht geschafft, das 2-2 zu machen und haben uns nicht belohnt. Was hat der Trainer mit auf den Weg gegeben heute fürs Spiel? Was war der Matchplan? Ja, wir wussten, dass wir viel Ballbesitz haben werden. Wir wollten vorne pressen, haben es teilweise gemacht. Die haben dann stellenlang Ball gespielt und wir sind aber wieder schnell in Ballbesitz gekommen und haben dann probiert, uns Torchancen rauszuspielen. Teilweise geglückt, teilweise kamen die Bälle nicht präzise von außen und ja, und wir haben es nicht geschafft, ein weiteres Tor zu schießen. Jetzt geht es weiter, Freitagabend gegen Altglienicke. Ein Vorteil, weil wir auswärts eh stärker sind und weil wir Freitagabend bislang alles gewonnen haben? Oder ist das gar nicht im Endeffekt ist auch scheißegal, ob wir zu Hause spielen oder auswärts. Wir wollen 3 Punkte holen. Letztes Jahr waren wir auch auswärts und zu Hause stark. Dieses Jahr sind wir auch auswärts, haben wir schon verloren, das ein oder andere Spiel. Wir müssen einfach in die Spur kommen, Punkte sammeln. Jetzt geht es auswärts in der Klinik, wie du gesagt hast. Da müssen wir jetzt einfach alles raushauen und einfach mal das Glück erzwingen. Danke, Mike. Ja, gerne.